Leute, wie dumm muss man sein? Alle Welt schreit nach bezahlbarem Wohnraum. Und wir sind uns alle einig, das ist ein soziales Problem. Diejenigen, die am wenigsten verdienen, haben das größte Bedürfnis, ein Eigenheim zu haben und nicht Zeit ihres Lebens eine Miete abbezahlen zu müssen und am Ende nichts zu haben, was sie an die nächste Generation weitergeben können. Und was macht man? Man erschwert das Bauen in Eigenleistung. Das uralte Recht eines jeden. Sein Eigenheim zu schaffen, wird in unserem Land nicht gefördert. Nein, die fetten Bauunternehmen, die kriegen das Geld in den Rachen gestopft. Aber diejenigen, die bereit sind, Schmackes zu geben, diejenigen, die bereit sind, mit ihrem eigenen Schweiß dafür zu sorgen, dass sie ein Eigenheim für ihre Familie schaffen können, die kriegen keine Förderung. Glaubst du nicht? Ist so. Und weißt du, seit wann? Seit letztem Jahr, seit 2021. Das hat sich geändert. Das ging davor. Davor waren wir in der Lage, selbst zu bauen und sogar energieeffizient zu bauen. Da hast du dir einen Energieberater geholt, der hat dich beaufsichtigt, der hat gecheckt, dass du alles richtig machst. Wenn du es nicht richtig gemacht hast, dann gab es Probleme, dann musstest du es korrigieren. Und er hat seinen Kopf dafür hingehalten. Und er stand dafür gerade. Und dann, auf einmal, ab Juli 2021, war das nicht mehr möglich. Du durftest nicht mehr selbst dein Haus bauen, um von der KfW einen Kredit zu bekommen. Du musst alles machen lassen. In was für ein Land sind wir denn eigentlich? Was kann denn das für einen Sinn haben, außer dass die Bauwirtschaft gefeatured wird? Da haben doch ein paar Leute in dem Lobbyismus so richtig auf die Tube gedrückt. Und unsere Politiker, die fressen das. Ja klar, toll, wunderbar, ich zeig's euch. Okay, ab geht's. KfW, energieeffizientes Bauen, Kreditprogramm 153. Dieses Programm existierte bis zum 30.06.2021. Du gehst unter häufige Fragen und was liest man da? Welche Kosten sind förderfähig, wenn ich Arbeiten ganz oder teilweise in Eigenleistung erbringe? Bei Eigenleistung sind nur die Materialkosten förderfähig. Dazu muss der sachverständige Energieberater die fachgerechte Durchführung der Maßnahmen und die angefallenen Materialkosten für energetische Maßnahmen formlos bestätigen. Die Rechnung für das Material muss die Adresse des Investitionsobjekts erhalten. Geht doch! Ist doch alles möglich! Ja, ich baue so! Selbst in Deutschland! Haben wir hingekriegt! Hat über Jahre funktioniert! Und jetzt? Schau mal nach! Seit 1.7.2021 können Sie die Förderkredite und Zuschüsse der BEG beantragen. Informieren Sie sich jetzt über neue Förderungen. Und dann kriegst du hier das entsprechende Kreditprogramm. Das ist das hier. Das sind die Programme 261 und 262. Da gehst du unter Formulare und Downloads, Infoblätter, Infoblatt zur Antragstellung, Effizienzhaus. Zack, machen wir auf. Und was steht hier? Wir suchen nach Eigenleistung. Und was steht da? Eigenleistungen und dabei entstandene Materialkosten sind nicht förderfähig. Es werden nur Leistungen von Fachunternehmen und die Kosten des dadurch durch ein externes Fachunternehmen verbauten Materials anerkannt. Ach, auf einmal nicht mehr möglich. Ich weiß, wir Deutschen sind dümmer geworden, ganz klar. Wir haben auf einmal alle nur linke Hände. Wir können unser Eigenheim nicht mehr selbst bauen. Selbst wenn ein Energieberater dabei ist und dir auf die Finger schaut. Ist nicht möglich in Deutschland. Wir sind einfach zu dumm. Ist doch klar. Nein. Wisst ihr was? Es war nie so einfach, gut selbst zu bauen. Die Industrie liefert uns hervorragende Baumaterialien. Sie macht es auch für die Bauwirtschaft immer leichter, effizient und schnell zu bauen. Es werden Fertigmaterialien geliefert. Glaubst du, heute setzt noch irgendjemand seinen Speis selbst an? Quatsch, das gibt's in Säcken. Ist doch nur ein dummes Beispiel. Aber es gibt jede Menge Möglichkeiten heutzutage, selbst zu bauen. Und energieeffizient zu bauen. Ich mache das zurzeit. Das ist ein Appell. Er mag jetzt ein bisschen schroff rüberkommen, aber es ist ein Appell an unsere Regierung. Ihr müsst diesen Fehler korrigieren, die unsere letzte Regierung gemacht hat. Es ist ein Irrsinn. Warum sollen Deutsche nicht selbst bauen dürfen? Sie werden überwacht von einem Energieberater. Ich mache das eben selbst mit. Das klappt wunderbar. Der checkt alles, was du machst, überprüft es, stempelt es, was in Ordnung ist. Sagt dir, was nicht in Ordnung ist, musst du korrigieren, musst du mitleben. Aber diese althergebrachte Tradition, dass man auf dem Dorf sich gegenseitig hilft, die Familie, die Freunde, die Nachbarn mit anpacken, dem jungen Pärchen, das sich ein Haus bauen will, das soll jetzt auf einmal nicht mehr gefördert werden. Aber die fette Firma, die hier sowieso schon Millionen gewinnt, die kriegt nochmal Geld rein. Warum? Weil es Profis sind. Ey, Moment mal. Wenn man sich mit seinem Hausbau auseinandersetzt, wenn man das über Jahre plant, kann man mit Liebe zum Detail wunderbar energetisch planen. Das muss überhaupt nicht schief gehen, ganz und gar nicht. Jemand, der wirklich Lust hat, der kriegt das hin. Und es hat ja über Jahre geklappt im alten Förderprogramm. Ich habe es euch gerade gezeigt. Und auf einmal geht es nicht mehr.
Ich sage euch Leute, wir müssen das in die Hand nehmen. Das muss rückgängig gemacht werden. Ich biete an, eine Petition zu unterzeichnen. Findet ihr unten im Link. Bitte macht mit. Gebt eure Unterschrift, damit die Menschen in Deutschland wieder in der Lage sind, sich selbst ein Eigenheim zu schaffen, sich selbst eine Sicherheit fürs Alter zu schaffen, vielleicht sogar eine kleine Mietwohnung mit reinpacken, um noch einen kleinen Zusatz zu bekommen. Das würde unser Rentenproblem doch in Teilen sogar lösen. Ich sage ja nicht, dass jeder anfängt, sein Haus selbst zu bauen, aber ein paar. Und das ist doch schon mal eine Erleichterung. Warum sollten wir uns nicht selbst helfen können? Dieser regulierende Staat, der kotzt mich an. Leute, packt mit an, bitte. Lasst uns dafür sorgen, dass in diesem Moment, in dem die Regierung darüber nachdenkt, wie man mehr sozialen Wohnungsbau schafft, wie man es denjenigen, bei denen wirklich die finanziellen Schwierigkeiten sind, ermöglicht, ein Eigenheim zu haben. In dem Moment muss doch irgendwo was ankommen. Verändert diesen Scheiß, bitte. Ach, wenn ich jetzt was vergessen, bitte teilen, damit es wirklich vorankommt.